Willkommen zurück. Gerade rechtzeitig zum Ende der kleinen Kaffeepause, die Luigi und ich uns hier gegönnt haben. Ja, ist ein bisschen schief gelaufen. Ich kann das nochmal aktivieren. Weil, beim letzten Mal habe ich mir die Kaffeemaschine hier aufgebrüht und das ist alles hier rüber geschwappt und hat alles zerstört. Was jetzt nicht wirklich irgendwas verändert hat, außer dass wir halt ein Juwel dafür bekommen haben. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Oh. Na dann, weiter geht's. Hat er da einen Kalender von seiner Freundin aufgehängt? Weg damit! Und Geld hat er auch noch dahinter versteckt. Das ist sehr verdächtig. Das stört mich brutal, dass man diese Engländer oder was das da sind, dass man die nicht einsaugen kann. Die liegen dann immer so im Weg rum. Sonst kann man doch auch alles zerstören. Hey, kann ich mich da reinsetzen? Bitte sag, dass ich mich da reinsetzen kann. Yes! Wie genial ist das denn? Aber ich kann mich nur im Schneckentempo bewegen. Hui! Oh nein, ich kann hier richtig Gas geben. Moment, wo kam das denn jetzt her? Lol, an den Ort, wo es am weitesten entfernt ist. Schieße ich es natürlich hin. Ich bin so ein Genie. Die Musik dazu. So, wäre das auch erledigt. Na, wo genau? Kann Luigi das auch übernehmen? Oder wird er dann nass? Ah ja, der fällt durch. Alles klar. Juhu! Ja, ich kann sogar in die andere Richtung blasen. Das ist wieder so eine riesige Melone. Ich bin ja ein richtiger Fan von riesigen Melonen. Jetzt komme ich da nicht mehr weg. Moment. Es ist irgendwie einfacher zu saugen. Das ist wie wenn man verkehrt rum im Ruderboot sitzt. Luigi, dein Auftritt. Ich bin mal gespannt, aus welchen der vier Röhren ich da rauskomme. Aha. Ich habe gerade irgendwo Geld klimpern hören. Was ist das da oben? Da steckt doch eindeutig irgendwas drin. Oder komme ich da raus? Jetzt bin ich auf der Seite, kann aber zumindest mal das Tor hier öffnen. Okay. Eigentlich will ich da noch gar nicht lang. Weil, was passiert denn, wenn ich da durch diesen Tunnel gehe? Das interessiert mich eigentlich viel mehr. Ach, da ist gar nichts. Also, kein Durchgang zumindest. Ich dachte, ich komme zurück in diesen großen Bereich, wo es auch noch ein paar Dinge gab, an die ich nicht rangekommen bin. Juhu! Wie sie einfach auf jedem Stockwerk irgendwas finden, was super viel Laune macht, ne? Ob das nun diese Kettensäge ist oder was auch immer. Aha! Ein weiterer Durchgang für Luigi hat sich eröffnet. Soll ich den jetzt direkt mal nehmen? Wo komme ich denn raus, wenn ich hier reingehe? Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Oder irgendwie doch? Irgendwie doch. Und das hier war der Weg wieder ganz nach unten, ne? Ja, super. Dann habe ich mich vertan. Ich wollte eigentlich in die andere Röhre rein. So chillig auf einmal. So, jetzt aber. Komme ich jetzt endlich da oben raus, wo dieses Glitzerding drin steckt? Na also, geht doch. Und natürlich fällt es auf die andere Seite. Nicht zu nah ans Wasser. Bitte sei die richtige. Kurzzeitgedächtnis, lass mich nicht im Stich. Sehr gut. So, das hat Luigi geöffnet. Gibt aber nur einen Haufen Dreck und ein bisschen Kohle. Staubsauger-Simulator 3000. Okay. Da oben geht's noch irgendwie hin. Aber solange ich diesen Röhren folge, wird das schon irgendwie hinhauen. Fump. Sieht gut aus. Yep. Hier geblieben.
Manchmal erwartet man wirklich ein bisschen mehr von dem, was da rauskommt. Das war wirklich einfach zu finden. Oder zu erreichen. Man musste es ja noch nicht mal finden. Ich gehe mal davon aus, dass ich Schaden nehme, wenn ich gegen diese Minen fahre. Okay, sie explodieren aber nicht sofort. Dann kann ich sie vielleicht sogar schießen? Nee, ich kann sie nicht ansaugen. Uah, weg da! Das ist eine ganz schöne Wumms. Da ist ein Reifen dran. Was soll ich denn davon halten? Von dem werde ich abgestoßen. Macht aber nichts. Funktioniert trotzdem. Das bringt den Wasserfluss da oben zum... Ach nee, muss das weiterhin machen. Das geht wieder zurück sonst. Und deswegen ist das jetzt sehr unvorteilhaft, dass mich der Reifen immer wieder zurückstößt, ne? Ich muss mich da vielleicht ein bisschen beeilen, bevor Luigi zu weit... Ah! Komm schon! Lauf! Nein! Egal. Nochmal. Nee. Was? Kommt der denn jetzt auf einmal her? Hoffentlich beißt der nicht in meinen Rubber Ducky rein. Also, jetzt stehe ich ja direkt nebendran. Das heißt, es ist kein Problem mehr, das Ding zu öffnen. Boah, was hier für eine Suppe rumschwimmt. Okay, wieso hat sich Luigi jetzt aufgelöst? Weiß man nicht so genau. Ich treibe übrigens automatisch immer weiter Richtung zu diesem Stacheltor. Kann ich das irgendwie verhindern? Ach, jetzt ist Luigi auf einmal wieder da. Wo komme ich raus? Aha. Vielleicht muss ich hier einfach nur schnell sein. Schneller, als Luigi da aufgespießt wird. Natürlich komme ich zuerst auf der anderen Seite raus. Hey, her mit der Kohle. Was ist das? Eine Geldflasche? Also hier ist das Wasser gefühlt wesentlich dickflüssiger, weil man sich sehr behäbig bewegt die ganze Zeit. Ich bringe ihn nochmal ein bisschen in Sicherheit. Boah, dieser ganze Müll! Vielleicht macht es ihm auch überhaupt nichts, wenn er dagegen fährt. Keine Ahnung. Okay, es macht ihm was. Es macht mir nicht nur Schaden, sondern es zerstört das Ding gleich komplett. Das ist sehr nachteilhaft. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht! Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Was? Wieso ist Luigi denn jetzt... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich hin muss. War es jetzt diese Röhre oder die andere? Das machen die doch mit Absicht, ey. Okay. Und ich kann da noch nicht mal runterlaufen. Die wissen schon, warum sie die chillige Musik hier gebracht haben. Sonst würde man hier wahnsinnig werden. Auf geht's. Flupp. Gibt's eigentlich noch eine bessere Möglichkeit, das hier zu machen? Es fühlt sich nicht danach an. Und hier ist ja noch eine Öffnung, die ich aber irgendwie nicht bedient krieg. Uah. So. Also beeilen wir uns diesmal ein bisschen. Das ganze Geld hat mich mal wieder abgelenkt. Das ist so typisch, ne? Fallen wir jetzt bloß nicht da runter. War diese Mine schon vorher da? Ich könnte mal versuchen, die abzuschießen. Nee, vielleicht lieber doch nicht. Rückwärtsgang! Man kann sich ja unendlich Zeit rausholen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es ein Insta-K.O. ist, wenn man da dagegen schwimmt. So, auf mit dem Ding. Und am besten lassen wir es auch auf. Oh, was ist das für ein Zug? Jetzt können wir doch nicht mal mehr dagegen an. Na gut. Okay. Ich will mal kurz aussteigen. Aha. Was? Ich hab was.
ein Sprudel an ein paar Münzen. Die sammle ich jetzt nicht extra ein. Da ist noch so ein Zapfen. Wie komme ich denn an den dran? Ja, ein Schiffchen. Papierbötchen. Das macht man als Kind doch auch gerne. Man stellt sich auf eine Brücke, wirft irgendwas auf der einen Seite runter und guckt dann, wie es auf der anderen Seite wieder rauskommt. Oh, danke schön. Herz sogar noch. Und die Fische vom Koch haben sich auch noch irgendwie hierher verirrt. Ja gut, das bringt mich jetzt nicht weiter. Ich muss da vorne rum. Durch diese Section mit dem Wasser. Jetzt hätte ich vielleicht sogar Zeit gehabt. Das Wasser ist sogar kochend heiß. Und flump. Boah, es ist so schön. Ja, dann gucken wir mal. Ich gehe mal mit Luigi weiter. Weil sonst will wohl die Kamera nicht. Bing. Da fällt irgendwie unendlich Stuff von der Decke. Aha. Das sieht doch schon wesentlich vielversprechender aus. Und der Geist scheint hier auch zu angeln. Kann man das vielleicht öffnen hier? Ach nee, ich kann keinen Plunger verschießen. Aber es ging da auch nicht weiter von da drüben. Das habe ich... Oh nein, 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 nein. Das habe ich ja auch versucht. Okay. Das ganze Zeug ist irgendwie nur dazu da, um einen abzulenken. Aha. Hier geht's weiter. Haifische und irgendwie doch nicht? Was mache ich denn gegen die? Oh no! LOL! Was ist mit den ganzen Insta-Kills hier denn los? Ja, dann machen wir das halt mal als erstes, würde ich sagen. Auch wenn mir jetzt nicht ganz klar ist, was ich gegen die hätte machen sollen. Was ist es, wenn ich da an der Angel ziehe? Passiert da irgendwas? Oder geht das gar nicht? Hui, das geht gar nicht. Es ist alles so träge. Und dann wird man sofort direkt zurückgesetzt, ne, wenn man einen Fehler macht. Das ist übelst dreckig. Okay. Vielleicht kann mir ja diese Boje bei irgendwas behilflich sein. Bevor ich jetzt das Tor da aufmache, schaue ich mir das mal an. Nee, da kommt auch nur Geld raus. Ich brauch irgendwas, um mich gegen diese Haie wehren zu können. Wäre natürlich noch eine Möglichkeit, dass ich versuche, sie irgendwie an die Angel da zu locken, damit sie aufgefangen werden. Ich kann das Ding nur dummerweise überhaupt nicht steuern. Hab Angst. Komm schon. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Jetzt holen sie mich dann gleich wieder ein. Ohne, dass ich auch nur die geringste Ahnung habe, was ich gegen die mache. Oder muss ich sie einfach nur blenden? Oh, danke fürs Mitmachen, Kamera. No! Mein nächster Plan wäre, irgendwie an ihnen vorbeizukommen. Sie zu ignorieren. Vielleicht? Nein, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Dann aktiviere ich einfach mal die Mine hier. Hoffe, dass die da reinschwimmen.
Okay, das hat sie zumindest vertrieben. Fragt sich nur, wie lange. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Hier ist nix. Ich komme da nicht vorbei. Das ist wirklich, das haben sie wirklich sehr gut getroffen, wie sich das hier steuert. Man fühlt sich wirklich, als würde man in so einem unbeweglichen Ding drin sitzen. Ach komm, das hat mich doch erwischt. Da bin ich nicht mit einverstanden. Immer her damit. Kann ich den... No! Oh mein Gott, ich dachte gerade, da unten sind Stacheln dran. Da ist eine schwarze Ente. Das schwarze Schaf. Wieso kann ich denn jetzt nicht an dem Ding vorbei? Willst du mich verkackeiern? Ich habe mich hier selbst eingesperrt. Ja, keine Ahnung, wie man an die Sachen rankommt, die sich da drin befinden. Ein bisschen wie Boxauto. Ja, endlich habe ich mal wieder trockenen Boden unter den Füßen. Halleluja. Luigi, endlich bist du hier. Diesen Kasten habe ich doch schon vor einer halben Stunde gesehen. Und da ist jetzt nicht mal was, oder? Wieso wundert mich das nicht? Na gut. Oh oh. Hoffentlich sind hier keine offenen Stromleitungen. Das ist wieder so ein Würger. Was? Na gut, das kann sie von mir aus machen. Ich glaube, das kümmert den herzlich wenig. Und Slam! Es gibt nichts Befriedigenderes, als die Geister auf irgendwas drauf zu schleudern. Hey! Mist, die Lampe hat noch nicht wieder funktioniert. Okay. Die drei wollten es jetzt unbedingt wissen. Gib mir den Besen. Der Ritter der Besen. Tafel. Oder der Besenrunde, besser gesagt. Wemski. Oh. Das hat's ja gar nicht gebracht. Na gut. Wahrscheinlich gilt es hier wieder die Wege umzustellen, wenn ich an die entsprechenden Stellen hinkommen will. Boah, dieses Geld, du. Dafür kann ich mir mein eigenes Ressort kaufen am Ende dieses Let's Plays. Ich schätze mal, das fungiert als Weiche. Das heißt, ich komme jetzt... hier... Oh! Doch nicht daraus, wo ich gedacht habe. Aber umso besser. Das hier ist optional. Hol dir mal das Herzchen. Dann haben wir wieder volle Energie. Ach so. Geht ja hier gar nicht. Also wenn ich das jetzt noch umstelle, dann komme ich wirklich oben raus. Nee, immer noch nicht. Das muss nochmal zurückgestellt werden. So. Ich würde sagen, wir drücken mal den großen roten Knopf. Oh yes. Aha. Das wird ihm sicherlich nicht gefallen, dem Bossgeist. Das ist ein cooles Geräusch. Good job.
Sehr gut, der Wasserstand ist wieder normal. Dann geh jetzt dahin zurück, wo du hergekommen bist und knöpf dir den Techniker vor. Der Techniker. Wisst ihr was? Das machen wir im nächsten Part. Und bis dahin. Ciao.